Was nimmst du aus solchen Seminaren mit, beziehungsweise was ist die große Herausforderung für dich, mit ja eher unerfahrenen Filmemachern zusammenzuarbeiten? Es sind halt immer völlig neue und durch das Unerfahrene dann auch halt recht unverbrauchte Ansätze. Das finde ich ganz spannend, wo man vielleicht im professionellen Bereich durchaus häufig so eine Routine schon mal entdeckt oder solche Dinge. Es ist jetzt in so einem studentischen Seminar halt völlig offen und keine Ahnung, was alles so bei rauskommt. Ich finde das total spannend und es macht mir halt auch echt Spaß, mit Studierenden und so zusammenzuarbeiten. Wenn du in deiner Freizeit Filme guckst, schaffst du es, die wie ein Otto-Normalverbraucher zu gucken, oder hast du immer so das Auge des Profis und achtest auf die Kameraführung oder auf das Bild? Also ich gucke mir gute Filme gerne ein paar Mal an. Beim ersten Mal ist es echt so, dass ich da völlig konsumentenmäßig rangehe, am besten noch mit Popcorn und Cola und Chips und so. Lasse ich mich da völlig auf den Film ein und habe da gar kein Problem, mich da mitreißen zu lassen. Wenn ich ihn dann das dritte Mal gucke, dann kommt eher so der analytische Blick, dass ich überlege, wie wird das gemacht, warum wurde es so gemacht. Aber im Prinzip gucke ich, dass ich da alle Aspekte irgendwie aufnehmen kann, nach Möglichkeit. Aber ich glaube, häufig ist es durchaus ganz gut, wenn man so kritisch nochmal hinterfragt und das vielleicht auch nicht nur probiert, mit den eigenen Vorlieben zu machen, sondern auch durchaus damit, was könnten Leute, die einem kritisch gegenüberstehen, dazu sagen. Wichtig dabei ist aber, dass man im Endeffekt auf sich selbst vertraut. Also bei allen Kritikern, im Endeffekt, wenn man 10 Leute fragt, hat man 10 verschiedene Meinungen. Wenn jemand einen Film macht, ist es wichtig, dass man seinen Film macht, dass man seine Geschichte erzählt, auch wenn andere die doof finden. Du als Filmeexperte, was würdest du sagen, welche 3 Filme sollte jeder mal in seinem Leben gesehen haben? Ich finde es total schwierig, das auf 3 Filme zu reduzieren. Generell finde ich, jeder sollte ganz viel Filme gucken, weil das echt bereichernd ist. Ich finde zum Beispiel Dead Man von Jim Jarmusch total schön, ein reduzierter Film in Schwarz-Weiß mit Johnny Depp als ganz hervorragendem Hauptdarsteller. Dann finde ich persönlich auch Tarantino-Filme ganz schön, Pulp Fiction zum Beispiel, finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde, man sollte auch mal einen Film von Steven Spielberg gucken. Welcher ist eigentlich egal, aber irgendwie finde ich das ganz gut. Wenn der will, dass man in der 20. Minute weint, dann machen das ganz viele. Das finde ich eigentlich schon schön und faszinierend. Es gibt aber so viele tolle Regisseure und Filme, die man auch noch gesehen haben sollte. Kann ich natürlich nicht alle aufzählen. So, jetzt ist das Licht ganz aus. Vielen Dank, Michael, für das Interview und dass wir auch euch begleiten dürfen.